Herzlich willkommen zu Schall und Laut, dem Rock'n'Roll Orbit des kultivierten Krachs. Ja, heute wieder mit natürlich Sven und Heiko. Genau. Und heute haben wir jetzt, ja, Gäste zuallererst, aber das war eben das Eröffnungsstück heute, Rum Women Victory von Anseferum, dem neuen Album, was jetzt, glaube ich, am 10. Juli ist es, glaube ich, herausgekommen. Und ich persönlich finde, das ist das Beste seit From Afar und das war ja, glaube ich, 2009 oder 2010. Ne? Was, ja, da müsst ihr ja mal reinhören. Das ist wirklich wieder recht gut geworden. Also ich war da doch sehr angetan von. Ne? Aber kommen wir heute zu unseren Gästen. Ja, wir begrüßen ganz herzlich Jan und Matthias von Soulgrinder aus Bremen. Herzlich willkommen. Schönen guten Tag. Schönen guten Abend. Dann mache ich mal ein bisschen lauter hier. So. So, ne, wunderbar. Und ja, ihr habt jetzt vor, überlege mal, 3. Juli, das ist jetzt knapp einen Monat her, ist euer erster Silberling, erster Longplayer rausgekommen, Chronicles of Decay. Und ja, wir wollen uns heute mit euch ein bisschen über eure Band unterhalten, über euch selber natürlich auch, weil ihr seid, glaube ich, schon etwas älterer Hasen im Geschäft und vor allen Dingen, ja, ihr habt ja auch früher schon in anderen Bands gespielt oder habt Parallelprojekte noch, ne? Ja, ganz genau. Genau. Ja, dann denke ich, bevor wir jetzt richtig einsteigen, hören wir erstmal zwei Stücke von euch, von eurem Album. Und zwar habe ich ja rausgesucht Flesh Defiler und Ruins of Existence. Vielleicht mögt ihr ja ein bisschen was zu den Stücken sagen, insgesamt zur Scheibe, vielleicht danach dann, ne? Also, auf jeden Fall eine sehr gute Wahl hast du da getroffen. Danke. Das kann man auf jeden Fall schon mal ja, sagen. Ja, ich hatte die Qual der Wahl. Das ist wirklich nicht so einfach. Ist ja fast jedes Stück wirklich, eigentlich ist jedes Stück ein Highlight, ne? Ja. Ich fand, zum Schluss hin wurde es immer grooviger, die ganze Geschichte. Ja, stimmt. Wir haben die etwas schwereren Geschütze und die groovigeren Sachen, die sind ein bisschen weiter hinten und weiter vorne ist es halt ein bisschen fetziger, ein bisschen schneller. Wir haben aber auch lange diskutiert, wie wir das machen, aber das macht wohl jeder Mann. Genau. Ja, ich diskutiere mit mir auch immer selber, wenn ich so Playlists zusammenstelle, dann ich sage, nee, ich mache ein Motto Kill Your Darlings, weil dann habe ich wieder so viel rausgesucht und so viel kann man gar nicht spielen. Ne? Das ist häufig so, leider. Ne? Ja, jetzt zu den beiden Stücken. Ja. Sollen sie ja ruhig mal was sagen, die Jungs. Ja, da. Auf alle Fälle. Ja, was kann man dazu sagen? Also Flesh Defiler ist einer der ersten Stücke, die wir im Proberaum zusammen eingespielt haben. Ruins of Existence ist dagegen relativ neu. Ne? Also der ist erst sehr, sehr spät entstanden. Und wir haben ja 2018 unsere erste EP Sadistic Parasite rausgebracht. Mhm. Und da hat Flesh Defiler auf jeden Fall schon existiert. Wir haben uns aber dagegen entschieden, den da schon zu veröffentlichen. Den wollten wir uns fürs Album aufheben. Und Ruins of Existence ist dann irgendwann später dazugekommen. Mhm. Also unser Schlagzeuger Mathé, der mit für das Songwriting zuständig ist, der hat den dann irgendwann mal bei uns in die Chatgruppe geschmissen. Sag ja, hier, hört mal rein. Ja, was meint er? Ja. Ich habe da was Neues, sagt er. Ja. Genau. Also ein Schlagzeuger, der auch Gitarre spielt. Ja, er spielt nicht nur Gitarre, er spielt auch Bass, er ist ein absolutes Multitalent. Geil. Und wahnsinnig gut in allen Bereichen. Also, was kann er eigentlich nicht? Was kann er nicht? Das kann er als Einmannband auftreten? Ja, denke ich, dann hören wir auch mal rein. Ne? Hören wir erstmal die beiden Stücke, Flesh Defiler und Ruins of Existence. Ruins of Existence und davor als erstes hörten wir Flesh Defiler. Zu Flesh Defiler wolltet ihr noch was sagen, habt ihr eben gerade gesagt. Genau, es kommt eine großartige Ankündigung. Und zwar haben wir zu Flesh Defiler ein Musikvideo gedreht. Seit mehreren Monaten sind wir dabei. Unser lieber Kollege Marco Fleischhut ist, er ist sehr, sehr bemüht, das alles rechtzeitig fertig zu kriegen, ganz besonders bei der Hitze. Es geht ihm nicht so gut, hat er mir vor ein paar Tagen erzählt. Es ist ihm sehr, sehr warm, aber er bemüht sich und kniet sich rein. Und am 21.08. wird das Flesh Defiler Musikvideo veröffentlicht werden. Cool. Ja. Gut. Über unsere Plattenfirma MDD Records. Mhm. Was erwartet uns denn da? Also das Video ist dem Text entsprechend. Müsstet ihr lesen. Ich will da jetzt nicht zu viel vorkommen. Erzähl doch mal eben. Wer liest denn die Texte? Ja. Es geht um düstere Friedhofsszenen und einen Ghoul, der nicht so gut drauf ist. Habt ihr im Friedhof, auf dem Friedhof in Bremen gedreht?
Nein, nein. Ist eine Art Hexe ist die Protagonistin. Wir haben eine ganze Halle ausstaffiert für die Bandaufnahmen. Dann haben wir im Wald gedreht, was eine sehr witzige Geschichte ist. Da kamen die Polizei und die Feuerwehr und der Besitzer und was weiß ich alles. Ach, du Scheiße. Er wollte nicht, dass wir da mit so viel Nebelkerzen herumarbeiten. Aber es ist alles gütlich ausgegangen. Genau. Wir haben dann jetzt vor kurzem die letzten Szenen mit mir als ja, als unsäglicher Friedhofsstörer dann nachgeholt und waren da auch im Wald. Da haben wir uns dann auch ein paar Zecken eingefangen. Das war ganz besonders toll. Ja. Aber ja, ich glaube, die Aufnahmen sind sehr, sehr gut geworden. Also während des ganzen Drehs, über die ganzen Drehtage, sind sehr viele Insider und Stories entstanden. Das ist schon ziemlich geil gewesen im Nachhinein. Ja. Können wir ja echt froh sein, dass ihr keine bayerische Band seid. Wegen der Zecken. Ja. Wieso? Ja, da ist doch, die sind doch da eher virulent, die Zecken. Ja, aber das doch, wandert mit dem Klimawärmung immer weiter nach Norden. Mhm. Also jetzt Weserbergland sind sie schon angekommen. Ne? Ja, ist so, ist wirklich wahr. Aber ist ja interessant. Oh, ne? Ist ja schön mit Nebelkerzen. Ne? Das hört sich alles sehr interessant an. Ich bin gespannt. Ja, ja. Ja. Also es war auch sehr interessant. Und für jeden, der da vorbeigefahren ist, war das auch sehr interessant. Er hat gedacht, der Wald brennt. Ja. Das ist immer schwer, jetzt nicht zu viel zu verraten, aber na gut. Ich meine, wir hatten ja drei quasi Hexen, das sind keine thematisch, die sind jetzt keine Hexen, aber die waren halt so geschminkt und so mit Knochenketten und keine Ahnung was. Das war für die Leute, die vorbeigefahren sind, glaube ich, sehr interessant. Ja, dann hatten sie was zu gucken, ist doch auch was. Ja, ne? Ja, ja. Haben die Feuerwehrleute und die Polizisten erschreckt. So, okay. Nö, die waren eigentlich relativ entspannt. Die sehr dachten, dass wir da irgendwie eine Drogenorgie feiern oder so im Wald. Und dann muss ich da erstmal klarstellen, dass wir hier was anderes machen. Da sind sie wieder, die Vorurteile. Ja, ja, richtig, genau. Die bösen Heavy-Metal-Hörer. Ja. Genau. Wie gesagt, am Ende war alles sehr in Wohlgefallen aufgelöst und mit den Leuten konnte man auch reden, aber erstmal hat das wahrscheinlich sehr komisch ausgesehen. Das kann ich verstehen. Kann ich mir vorstellen. Ja. Nein, ich bin gespannt. Video-Release ist am 21. August über MDD Records, Black Sunset. Man darf gespannt sein. Gut. Wir werden es auf jeden Fall bei uns auch verlinken. Ja, können wir machen. Sehr gut. Das ist sehr schön, vielen Dank. Ja, da habe ich jetzt zur Scheibe selber. Die habt ihr ja Chronicles of Decay, also Chroniken des Verfalls genannt. Und wenn ich mir so, muss ich ehrlich gestehen, auch nicht die Songtexte im Einzelnen alle angeguckt. Aber also wenn nicht. Ich mir so die Songtitel. Das kann ja wohl überhaupt gar nicht wahr sein. Ja, die Songtitel, aber so, ich habe den Eindruck, dass da doch schon eine Konzeption auch hintersteht, also thematisch zumindest. Ja, schon. Also, ja, wie soll ich sagen? Also, ich mache mir im Vorfeld keine Gedanken darüber, über was ich schreiben möchte. Das kommt immer ganz auf den Song selber an. Also wie ich vorhin schon erwähnt habe, schmeißt Mathé öfter mal einen Song bei uns rein und da ich für die Lyrics zuständig bin, höre ich mir das denn an und dann kommt es eben drauf an, ja, was ich da für Gedanken zu habe. Also wie sich das denn bei mir entwickelt. Ich ziehe mir dann die Musik öfter mal rein. Und ja, dann kommt es immer ganz auf das Gefühl an oder was mir da dazu durch den Kopf schießt. Ne? Mm. Und das versuche ich dann halt in Worte zu fassen. Und meistens klappt das auch ganz gut. Ein konkretes Thema gibt es eigentlich nicht zu der Scheibe. Ich habe das mal im letzten Interview so beschrieben. Ich sehe das gerne als Titel von einem großen Buch voll mit Horrorgeschichten. Die sind zum Teil mal mystisch angehaucht, mal ein bisschen Splatter-mäßig. Mal ein bisschen Splatter, aber eigentlich mehr so dieses Unnatürliche, Übernatürliche, ein bisschen halt sowas in der Richtung. Das ist halt die große Überschrift von diesem Album, was als richtig, für mich persönlich sind es eine Sammlung von Horrorgeschichten. Also sehr gut. Gut. Ja, dann kommen wir doch gleich zu dem nächsten Titel, den ihr euch gewünscht habt von der schwedischen Band At The Gates. Der Titel ist dann ja praktisch auch vielleicht Inspiration gewesen. Slaughter of the Soul. Wer hat sich das von euch gewünscht? Ich glaube, Mathé. Das war Mathé, ja. Aber ich mag den auch. Hätte ich mir auch fast gewünscht. Ja, unser lieber Feldrescher. Ja, das ist ja nun wirklich alte Schwedenschule. 1995 ist das erschienen, das Album. Das gleichnamige Album. Und hören wir einfach At The Gates, Slaughter of the Soul. Ja, Sadistic Lullaby von Soulwork, auch ein, von der ersten Scheibe, Steel by Suicide, 1998 bereits. Wer hat sich das gewünscht? Das ist ja eine gute Nummer, finde ich. Ne? Ich, Jan, weil ich das total geil finde. Ja. Wie findest du Soulwork? Fast besser als At The Gate. Wie findest du Soulwork heute? Das ist ja kein Vergleich mehr, oder?
Ich meine, genau. Geschmack hin oder her, aber das hat doch gar nichts mehr mit den alten Dingern zu tun, oder? Also mir ging es auch so, ich habe die ja letztes oder vorletztes Jahr mal live gesehen, da habe ich mich nur gefreut, dass der Bassist denselben Bass hat wie ich auch. Und sonst hat es mich eigentlich wirklich nicht so mitgenommen. Also ich fand auf der letzten Scheibe, zwei gute Stücke gab es auf der Scheibe allerdings. Ne? Weiß ich nicht, Stahlfagel fand ich, ist ein klassisches Stück, ist aber eher ein schon klassisches Hardrock-Stück fast, ne? Wenn man es genau nimmt. Ne? Ja, es gibt mit Sicherheit auch coole Songs von den neuen Soulworks, aber das ist, wie gesagt, das ist nicht mehr so meins einfach. Mhm. Ist ja immer so, Musik muss einen mitnehmen, ne? Ja, eben. Das auf alle Fälle. Ja. Ne? Alles andere ist Quatsch, ne? Ja, bevor wir jetzt weiter ins Detail gehen, habe ich noch Grüße loszuwerden. Wir haben nämlich eine Mail bekommen von einem Tammy. Und ich soll euch grüßen von Tammy und Alexis aus Buchholz-Nordheide. Das habe ich versprochen. Ah, das ist hiermit so getan. Thomas und Alexis. Ja, alles klar. Schönen Gruß zurück. Ja, die sind, also es ist jemand, wir gucken ja manchmal rein, wie viele Zuhörer wir haben. Und ist jemand aus Buchholz, hat sich eingeloggt, müssten also eigentlich dabei sein. Sogar, ne? Siehst du mal, NSA. Wir kennen die beiden. Ja. NSA ist auch hier in Hannover. Ja. Wir sehen auch, wo ihr euch einloggt. Schöne Grüße zurück. Ja. Ja, Frage, eure Arbeitsweise. Wie geht ihr vor beim Songwriting? Ja, also wie ich vorhin schon kurz erwähnt habe, Jan und Matthä sind für Songwriting zuständig. Wir haben eine Chatgruppe, über die wir kommunizieren. Und jedes Mal, wenn die beiden irgendwie einen Song geschrieben haben oder so, dann schmeißen sie den in diese Chatgruppe rein. Und ich höre es mir dann an, schreibe dann die Lyrics dazu. Und wir diskutieren dann halt darüber, ne? Ist das gut, ist das nicht gut? Oder was gibt es hier irgendwelche Stellen, die ihr anders haben wollt oder so? Das ist sowohl bei der Musik als auch bei den Lyrics so. Aber ja, kriegen uns da immer sehr, sehr schnell geeinigt und läuft eigentlich immer recht problemlos ab. Mit den Texten, wie kommt dir denn da die Inspiration? Ja, das hatte ich ja vorhin auch schon erwähnt. Ich lasse immer so die Musik wirken. Ne? Also ich höre es mir an und so das, was mir dann dazu durch den Kopf schießt, das versuche ich dann in Worte zu fassen. Beschäftigst du dich sonst so mit Horror, Splatter-Themen? Ja, also mit Horrorgeschichten auf jeden Fall. Ich bin ein großer H.P. Lovecraft-Fan. Mhm. Ich habe ja auch schon seit 15 Jahren eine Band, die Cthulhu heißt, also nur mal ganz nebenbei. Ach, Cthulhu wird das ausgesprochen. Ja, es kommt ganz drauf an, wie du es aussprechen willst. Die einen sagen Cthulhu oder die anderen sagen Cthulhu. Stulju oder so, weil das ist doch eine alte keltische Gottheit oder irgendwie sowas, ne? Man weiß es nicht, genau. Gut. Die großen Alten wissen es. Ja, richtig, genau. Und sonst aber auch keiner. Es ist ja auch für uns Menschen nicht zu begreifen und nicht einzuschätzen. Richtig, genau, richtig. Und es würde dich sofort wahnsinnig machen, wenn du es nur sehen oder erahnen könntest. Genau, seht ihr? Und da soll noch mal einer sagen, Heavy Metal macht nicht wahnsinnig, ne? Ganz genau, ja. Naja, aber ansonsten, ja, Horrorfilme natürlich gerne, Horrorlektüre auch immer gerne und ansonsten kann es auch immer vorkommen, dass Jan irgendwie ein Thema vorgibt, worüber er gerne irgendwie einen Text hätte. Da versuche ich mich dann dran zu halten. Das ist zum Beispiel bei The Delusionist so gewesen. Da hat er mir einen Begriff gegeben. Das war Unterbewusstsein und ich habe dann versucht, daraus einen Text zu machen. Ich glaube, das ist mir ganz gut geglückt. Also zumindest hat er sich nicht beschwert hinterher. Oh ja. Noch nicht. Nein, alles cool. Ja. Ich finde das ja ganz klasse. Also, dass man aus einem Wort einen ganzen Text schmieden kann, ist nicht jedem so gegeben. Naja, also ich kenne ja die grobe Richtlinie. Ne? Also wir wissen ja, in welche Richtung es ungefähr gehen soll. Da versuche ich mich dann halt dran zu halten. Ja, das sind auch mehr so Tipps. Du sagtest gerade, dass ich das vorgegeben hätte. Ich meine mehr so als Inspiration habe ich dir vielleicht was gegeben oder so. Ja, das meine ich damit. Ja, als Musiker hat man, oder als der die Musik schreibt, hat man ja bestimmt auch immer so mal was vor Augen, worum es gehen könnte, was die Musik ausdrücken sollte. Ja, genau. So genau, geht es mir jedenfalls. Wenn ich einen Song schreibe, dann sage ich auch mal zum Sänger, hier hört er das an, das habe ich mir dabei gedacht. Ja, genau. Hm. So ein Ideenanstoß quasi. Naja, manchmal kommt da vielleicht auch etwas völlig anderes am Ende doch bei raus. Ne? Ja, das kann natürlich auch sein. Ist auch schon passiert. Das macht es ja auch spannend. Ne?
Ja, denke ich, hören wir zur Abwechslung mal wieder ein bisschen Musik. Ihr habt ein relativ neues Stück von Creator, Satan is Real, rausgesucht. Weiß nicht, wer das von euch war. Das war ich wohl. Satan is Real. Ja, das ist ein geiles Stück. Also, so ich kannte es bisher noch nicht, weil ich kenne von Creator so viel die älteren Sachen. Creator, also, zu Creator muss ich mal kurz sagen, einer meiner besten Kumpel will mir seit Jahren Creator so ans Herz legen und ich konnte mit denen nie was anfangen. Weiß ich nicht. Aber vielleicht war das auch eine Frage der Produktion, aber dann haben die irgendwann ich weiß nicht mehr, Civilization Collapse rausgehauen. Das war der erste Song, wo ich mir dachte, wow, scheiße, ist ja richtig geil. Und dann das Album Gods of Violence, da hat es mich komplett umgehauen. Also das ist richtig gut geworden. Ja, ist das Letzte, was sie, glaube ich, rausgegeben haben, ne? Vor 3 Jahren. Ja, ja, dann die Live-Geschichte jetzt. Ja, war, aber ich meine jetzt Studioalbum, ne? Jetzt ganz normale. Okay, also bei dir war nicht so Pleasure to Kill oder sowas, so Flag of Hate. Ja, doch, man kannte natürlich und Flag of Hate mit Grün, das kann ich auch noch nach 20 Kästen Bier. Das ist drin, ist genau wie Slayer. Das ist auch kein Problem, nachdem Mille es einem 20 Mal vorgebrüllt hat. It's time to raise the flag. Ich finde, man müsste ihm eine größere Flagge geben. Dieses kleine Fähnchen, was er da in der Hand hat. Das ist Grüße an Sipo an dieser Stelle. Ja, machen wir. Satan is Real, Creator. A Triumph of Death von Wader. Ja, von 2014 von TV at Igni, die Platte. Und ich finde, Wader persönlich, ja, bin ich nie so richtig warm geworden, aber das Stück ist richtig gut. Das ist richtig klasse. Ne? Warum bist du mit denen nicht warm geworden? Ja, es ist, weiß ich auch nicht so richtig. Also, es ist nicht wenig im Gedächtnis geblieben. Also, sag ich mal, im Gegensatz zur polnischen Band Behemoth, da bleibt mir die Melodien besser im Gedächtnis. Spricht mich vielleicht auch eher an. Kann wir anderen sagen, drei, ne? Mögen Wader, stimmt's, Jungs? Nee, absolut, das Stück mag absolut, ich gerne. Ja. Triumph of Death ist ein richtig gutes Ding. Ne? Also, das ist kein Thema. Ne? Also, ne? Ich fand die ja auf dem Partisan so cool mit ihren. Sie sahen ja so richtig so 80er-Jahre-mäßig aus. Da kommen sie auch her. So. Ja, hallo? Ja? Ja? Ah, ich höre euch. Ja. Zu Vader fällt mir jedes Mal der Bassdrum-Sound ein. Ich meine, die lassen sich gerne Zeit mit dem Soundcheck und keine Ahnung was, aber das lohnt sich jedes Mal. Wir haben in Bremer gespielt im Magazinkeller, das ist ein relativ kleiner Schuppen im Keller, wie gesagt. Und da stand ich einfach nur noch da und hab genossen, wie bei den Double Bass Parts und so, wie meine Nasenflügel einfach nur vibriert von dem Bassdrum-Sound. Das war richtig beeindruckend. Und das sind ja Erlebnisse, die kannst du mit keinem Online-Konzert oder keinem Autokonzert irgendwie bekommen. Ne? Nein, natürlich nicht. Natürlich ja, Autokonzert nicht. Ist sowieso so eine Sache. Wie man da Spaß haben kann als Künstler, na gut. Also, weiß ich nicht. Außerdem ist es diskriminierend. Ich habe zum Beispiel kein Automobil. Ich kann da gar nicht mehr teilnehmen. Dann darfst du auch nicht ins Autokonzert. Dann kommst du mit dem Moped. Du kommst hier nicht rein. Ja, du kommst hier nicht rein. Ja, Frage zu eurer Geschichte. Ja. Erzählt mal so ein bisschen. Mich würde interessieren, wie seid ihr auf euren Namen eigentlich gekommen? Also Seelenschleifer, Soul Grinder. Es muss ja bestimmt Impetus gegeben haben, wie wir darauf gekommen. Ich glaube, das war meine Idee, aber warum, weiß ich nicht mehr. Es klang halt cool. Weiß ich nicht. Wir haben jetzt ein paar andere Versionen gehabt. Ich kenne die gar nicht mehr. Rumdiskutiert mit Matthias. Wollten wir ein neues Projekt starten. Wir kennen uns ja schon ewig und haben uns dann nach langen Jahren, wo wir uns aus den Augen verloren haben, mal wieder getroffen bei einem anderen Kumpel auf einer kleinen Feier. Ey, lass doch mal Musik machen. Ja, warum nicht? Dann kam eins zum anderen und dann haben wir gemerkt, dass die Ambitionen da sehr ähnlich sind in Sachen Musikstil und Ähnliches. Ich hatte eine The Crown von Death Race King hatte ich zuerst als Referenz für uns so reingelegt, so, na, wie findest du das? Ja, geil. Ne? Und, aber das letztendlich wurde es was anderes, egal. Und wir haben uns dann ein paar Mal getroffen in einem unserer Proberäume mit unseren anderen Bands da. Also wir natürlich haben uns alleine getroffen. Hat nicht so richtig gefruchtet. Irgendwie waren wir dann schon kurz vorm Aufgeben. Ich hatte ihn einmal angerufen und gesagt, komm Matthias, warum stecken wir da so viel Energie rein? Wir finden keinen Schlagzeuger, was weiß ich. Komm, lass einfach sein, die Scheiße da. Und genau in dem Moment hat sich Matthi gefunden, der zufällig dann wegen dem Studium von Göttingen nach Bremen gezogen ist und auch eine neue Band gesucht hat oder eine weitere Band. Genau, ich glaube, er hatte sogar via Facebook irgendwie einen Aufruf gemacht oder sowas. Irgendwie über Facebook lief das auf jeden Fall. Ja. Und dann hatte ich ihn kontaktiert. Wie sieht's aus? Magst du die und die Band? Sowas schwebt uns vor. Haben uns getroffen.
Und dann kam eins zum anderen. Ja, und hat gepasst. Und das hat sich als sehr, sehr glücklicher Zufall herausgestellt. Mhm. Also die großen Alten wollten es. Die großen Alten wollten es. Wollten es, ja. Das Universum wollte es. Und die kleinen Jungen auch. Na, ist ja auch was Ordentliches draus geworden. Jetzt sitzen wir hier und machen ein Radiointerview und haben eine CD draußen. Richtig geil. Na? Ja, wie macht ihr das denn, euer Schlagzeuger, mit der Band Asenblut, wo er ja auch noch tätig ist? Das ist ja... Ja, er pendelt da immer so ein bisschen hin und her. Mhm. Na, also die Jungs sind ja weitgehend, glaube ich, in Göttingen alle ansässig. Mhm. Das weiß ich jetzt aber nicht genau, ob das so ist. Er fährt auf jeden Fall hin und her. Mhm. Ja, und scheint das aber auch unter einen Hut zu kriegen. Ja. Das ist immer das Wichtigste, ne? Dass man wirklich seine Verpflichtung auch nachkommt. Genau. Haben die einen guten, ziemlich geilen Proberaum da in Göttingen oder bei Göttingen, das Bovenden oder wie das da heißt. Mhm. Den haben wir uns dann auch gemietet für ein paar Tage und haben da das Schlagzeug für uns für Chronicles of Decay eingetrommelt. Also das ist ja sowieso alles in Eigenregie entstanden. Mhm. Und ja. Ja, du hast ja gesagt, Home Recording ist ja nicht fremd. Habt ihr jetzt auch für eure aktuelle Scheibe was selbst aufgenommen? Alles. 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 Sehr gut. Gesagt, ne? Finde ich ja immer faszinierend, den Schlagzeug-Sound hinzubekommen. Das ist ja immer das, was so, finde ich, am schwierigsten ist. Ja, definitiv. Also federführend in Sachen Mix und Master war Mathé natürlich, weil der hat das auch mal beruflich gemacht und hat da weitaus mehr Erfahrung und Know-how als ich. Aber ich habe halt so ein bisschen hobbymäßig auch meine Möglichkeiten ganz einfach und so hat sich das ergänzt. Mhm. Gesang ist auch immer noch so eine Sache, finde ich, mit aufnehmen. Also die Seiteninstrumente, die kriegst du ja immer, kannst ja auch schnell irgendwo dir noch zurechtbiegen am PC. Soundtechnisch. Das wäre ja Schummeln. Nee, klar. Ja, wie war die Frage? Nein, das hat sich alles so, wie gesagt, Gesang haben wir dann nur bei mir aufgenommen, glaube ich, komplett. Ja. Und dann ist halt Matthias einmal zu mir gefahren und ja, ich habe dann halt einfach auf den roten Knopf gedrückt und er hat gebrüllt. Die Nachbarn haben sich gefreut. Das hat dann immer so pro Tag 3-4 Stunden gedauert. Dann waren die Nachbarn auch zufrieden. Und alle anderen auch so, glaube ich. Also ist kein Pflasterstein geflogen gekommen oder ähnliches? Ach, noch nicht. Noch nicht. Ich habe mal die Erfahrung gemacht, da haben sie uns im Proberaum Pflasterstein reingeschmissen. Ja, wirklich? So schlecht war die, oder was? Jo, wollen wir mal wieder zur Abwechslung ein bisschen Musi machen? Bolt Thrower hat sich, ja, klassischer Death Metal aus Coventry, England. The Kill Chain hat sich jemand von euch gewünscht, ne? Das war Mathé. Ja, schade, dass sie nicht mehr gibt. Also ich finde, das war ja eine echte Macht. Ja, 30 Jahre und dann war Feierabend, ne? Mhm. Aber ja, es ist ja immer noch hörbar. Ich bin in Bolt Thrower nicht so wirklich drin, aber ich habe sie mal live gesehen in Bremen mit Gottifront und Cataclysm zusammen. Oh, sehr geiles Paket. Ja, war sehr geil. Also in einer ziemlich kleinen Klitsche auch, als es das Wehrschloss hier noch gab, als Event-Location. Mhm. Das ist mittlerweile, ist da ein Restaurant drin, soweit ich weiß. Keine Ahnung. Und, ja, doch. Da habe ich auch schon 1000 Konzerte drin gesehen damals. Das war richtig gut. Auch selber schon ein paar Mal gespielt da, als das noch möglich war. Aber da haben wir, oder ich habe damals da Bolt Thrower zusammen mit Gottifront und Cataclysm gesehen und das war ein einmaliges Erlebnis auf jeden Fall. Der Laden war brechend voll und die Party ging ab, sag ich mal. Ja, das kann ich mir vorstellen. Ne? Jo. Ja, The Kill Chain, Bolt Thrower. Burn, Hollywood Burn von Exodus aus dem Jahre 2010 ist das, glaube ich. Ja, 2010 ist die Scheibe erschienen, ne? Ja, das geht richtig ab, das Stück, finde ich. Ne? Also Thrash Metal hast du ja vorhin schon so im Gespräch dazwischen mal erzählt. Live sehr gern, aber so auf Scheibe ist immer, kommt es auf den Sound an. Richtig, ja, das heißt nicht nur auf den Sound, aber es ist halt eine Mucke, die ich mir so live zu Hause auf dem Sofa selten gebe. Mhm. Ganz einfach. Das ist irgendwie dieses Live, dieses Adrenalin und so muss dabei sein, weiß ich nicht. Mhm. Aber das ist auch sehr pauschal ausgedrückt. Natürlich gibt es auch so geile Songs, aber das ist so der Tenor für mich, meinen persönlichen Geschmack. Ja, sag mal so, ich finde ja immer sowieso, die Mischung macht's, ne? Auch wenn ihr jetzt mehrere Bands auftreten und du hast alle vom gleichen Schlag, dann wird's irgendwann das Publikum ermüdet dann.
Womöglich, ja. Nee, es also, ist mir letztes Jahr passiert. Wenn du eine Stunde irgendwie das gleiche Programm durchziehst, dann wird es irgendwann langweilig, das stimmt. Nee, es war bei dem Metal It Festival letztes Jahr, ne? Also die sechste Death Metal Band hintereinander, das war dann doch ein bisschen viel. Metalcore. Ja, es war viel Metalcore auch dabei, aber das war dann, also hat selbst Eric zu viel bekommen. Der ist ja noch hart gesotten, ne? Okay, ne? Da habe ich mich drum gedrückt um Metalcore. Ich mich auch. Da habe ich meine beiden Companeros hingeschickt und hatte meine Ruhe. Tja, kann ich verstehen. Ja, wie seid ihr denn eigentlich zum Metal gekommen? Du hast vorhin gesagt, in Wacken aufgewacht und lange Haare. Ja, passt da einmal nicht auf. Nein, Quatsch. Bei mir war das, ach, keine Ahnung, das kam halt so mit 13, 14, 15, wo das Leben kacke wurde, Pubertät und keine Ahnung was. Und dann bin ich irgendwann über Green Day und Offspring, also Punkrock-mäßig, dann wurde es immer härter. Habe ich da drin halt ein Ventil gefunden. Weiß ich noch, damals zu den wichtigsten Scheiben gehörten für mich Sinister, Bastard, Saints, die EP. Mhm. Oder halt Cannibal Corpse, The Bleeding. Mhm. Solche Sachen wurde halt immer krasser. Und das, wie gesagt, was ich eben schon meinte, das war halt irgendwie so eine Art Ventil für mich. Dann ging das Herz auf, wenn ich sowas gehört habe. Und irgendwann habe ich dann, ich hatte damals Keyboard-Unterricht gehabt, sehr lange, und irgendwann bin ich einfach auf Gitarre umgestiegen und habe mir das mehr oder weniger selber beigebracht, habe mit Keyboard aufgehört und dann habe ich das weiterverfolgt. Das ist so meine Story. Mhm. Oh. Mhm. Ja, bei mir war es mein lieber Bruder. Ich habe einen älteren Bruder, der ist 4 Jahre älter als ich, und ich weiß noch, ich war 10, er war 14. Und hat dann aber schon angefangen hier mit, ja, mit den gängigen Bands, so Slayer, Metallica, Anthrax und wie sie alle heißen. Die Klassiker. Also genau, so Big Four, Megadeth war auch dabei. Mhm. Ja, und so bin ich dazu gekommen. Also das Ding war, bei ihm im Zimmer stand damals das Super Nintendo, ne? Also habe ich das auch zwangsläufig mitgekriegt. Ich durfte es ja bei mir nicht im Zimmer stehen haben, also habe ich mal bei meinem Bruder gesessen. Das fand er vielleicht streckenweise nicht so geil, war mir aber egal in dem Moment, ne? Und die Musik war halt auch ganz geil und so bin ich eben auch dazu gekommen. Ja, und irgendwann habt ihr euch den Instrumenten zugewandt, ne? Also, wie ich ja jetzt schon gehört habe, durch den Keyboard-Unterricht. Ja, genau, das war dann so zwei Jahre später ungefähr. Mhm. Das war bei mir aber von Anfang an schon so. Also immer schon mit Musik sehr viel zu tun gehabt, seit, ach, was weiß ich, wie alt ich da war. Ich war keine 10 Jahre alt, dann habe ich mit Musikunterricht angefangen. Ich bin 12. Ja. Oh, das ist ja schön. Wie gesagt, das hat dann einfach nur auf Gitarre umgeschwenkt. Inzwischen versuche ich mich an jedem Instrument. Das klappt eigentlich auch ganz gut. Mehr oder weniger, was halt überhaupt nicht funktioniert, sind Blechblasinstrumente, das habe ich dann irgendwann sein lassen. Da wollte ich gerade fragen, ob es mal ein Stück mit Trompete gibt. Eine Tuba hatte ich, weil ich das interessant fand, das tiefste Blechblasinstrument ist die Tuba. Und mein Schwiegervater brauchte für seine Orchester da so einen Tuba-Spieler und hat mir dann eine ausgeliehen und nee, das ging gar nicht. Was? Tuba, warum nicht? Ne? Ach, man muss seinen Horizont da irgendwie erweitern, keine Ahnung. Das finde ich auch mal ganz cool, so ein Instrument in irgendeinen Song zu verwursten. Ja, ja. Es gibt da von Blood, Sweat and Tears gibt es When I Die mit dem Tuba-Solo. Es gibt ein Tuba-Solo, das kann ich dann nachher mal zeigen, ist perfekt. Also ich wollte schon immer mal eine Posaune in einen Song mit einbauen. Ja. Posaune, Na, ja. Ich bin gespannt. Mal gucken, ob er es hinkriegt. Ich weiß auch nicht. Posaune, so finde ich vom Sound her auch schon ziemlich geil. Und passt an einigen Stellen auch wirklich gut. Also würde gut passen. Also das Einzige, wo ich wirklich mit auf Kriegsfuß stehe, ist so Saxophon, obwohl es da ja mit Distrust auch schon eine Death-Metal-Band gab, die Saxophon mit drin hatte. Ich glaube, bei Tranquilizer gab es das auch schon. Saxophon ist eigentlich ganz geil, aber gut. Naja, wie gesagt, mein Musikgeschmack sträubt sich da so ein bisschen. Also ich mag Saxophon als Instrument sehr gerne, aber mit Metal nicht in der fehlt Verbindung. Mir momentan auch ein bisschen die Fantasie, ob das wirklich passt, aber hätte man vor 20 Jahren Leute gefragt, sag mal, Metal und irische Tin Whistle passt doch auch nicht und heute ist das gang und gäbe beim Folk Metal, ne? Also es ist ja immer so eine Sache, was will man kombinieren und wie gut gelingt es? Ne? Und ja, dann genau. Manchmal also, kombinieren Menschen. Es ist, glaube ich, eher darum, wie gut es gelingt. Ja. Also es geht gar nicht mal darum, wie gut es zueinander passt, sondern wie gut man es umgesetzt kriegt, das, was man da versucht. Ne?
Jo, Musik, gut. Jetzt kommt ein Stück, das habe ich mal rausgesucht, weil es, denke ich, in die Zeit passt. Und zwar, die hatten wir neulich schon mal, die Band Zero Degree aus Nordhausen in Thüringen. Die haben ja dieses Jahr nach 10 Jahren ihre zweite Scheibe endlich rausgegeben und die ja auch sehr klasse ist, aber von der Scheibe von vor 10 Jahren, ihrem Erstlingswert, habe ich heute ein Stück rausgesucht mit dem Titel Virus und ich denke, das passt in diese Zeit einfach. Na, lassen wir uns mal überraschen. Bester Death Metal. Ja, das war eben Typhoid Mary von God Dethroned aus den Niederlanden. Ja, auch ein Wunsch von euch. God Dethroned, die haben ja einen hohen Output, ne, an Scheiben. Ne? Das ist ja für mich immer wieder faszinierend. Ne? Alle 2 Jahre spätestens kommt eine neue Scheibe raus. Ne? Mm, aber God Dethroned, ja, aber the toxic Touch ist für mich unerreicht nach wie vor. Na, ich fand ja die ganzen ersten Weltkriegsgeschichten von denen ganz geil. Ja, mag sein. Diese 3 Alben da. Ist halt, Toxic Touch ist halt von der Produktion her, das ist ja hier in Roter Feen von Jörg Uken in Soundlodge gemacht worden mal wieder. Und der hat das richtig, richtig geil hingekriegt. Leuten, die das Album nicht kennen, und ich im Auto das Album anmache, so war der Satz, die haben automatisch geile Laune, ich weiß auch nicht. Das ist so gute Laune, Das sind irgendwelche Untertöne verarbeitet, ne? Ja, wahrscheinlich. Sagt jetzt hier. Nein, gebe ich dir voll recht, das ist schon ein gutes Album. Ja, wir haben ja eben gerade darüber uns unterhalten. Als Band ist man viel unterwegs und erlebt auch viel. Ja. Ja, erzählt mal so ein bisschen. Plaudert mal aus der Mottenkiste. Das ist immer wieder interessant, finde ich. Das ist meistens viel langweiliger, als wenn man sich das vorstellt. Ja, allerdings. Ja, also mit Soulgrinder sind wir aufgrund der noch sehr jungen Bandgeschichte noch nicht so viel in der Weltgeschichte rumgetourt. Mit meiner langjährigen Band Cthulhu allerdings schon. Also da waren wir in sehr vielen Ländern unterwegs, unter anderem auch in Irland. Da hatte ich euch ja eben schon Schwank erzählt. Das war das schlimmste Erlebnis in meiner Musikkarriere, wenn man es so ausdrücken will. Wir haben... Was ist für die Zuhörer nochmal erzählen? Ja, für die Zuhörer. Es war... Ein Wochenendaufenthalt. Wir wurden da quasi behandelt wie die letzten Idioten. Und vielleicht sind wir es auch. Naja, auf jeden Fall, die Unterkunft war saumäßig. Wir haben kein Essen gekriegt. Wir haben gar nichts gekriegt eigentlich. Mussten alles selber bezahlen. Und wir haben es vorgezogen, die letzte Nacht auf dem Flughafen zu verbringen, weil es dort einfach sauberer ist. Das ist eine heftige Geschichte auch. Ne? Also, ja. Meine Fresse. Sehr. Nee, ich glaube, es ist nicht schwer nachzuvollziehen, wie eure Laune dann am Ende da war. Ne? Ja, unsere Laune war auf dem Tiefpunkt. Das war sie eigentlich schon nach dem ersten Gig, wenn der Pegel nicht gestimmt hätte. Also ich glaube, dann wäre es wahrscheinlich noch zu einigen Ausschreitungen gekommen. Oh je. Aber ihr habt ja auch erzählt, ihr hattet schöne Erlebnisse, Zypern zum Beispiel. Ja, genau, richtig. Es war wunderbar. Die Veranstalter dort haben sich auf jeden Fall die Mühe gegeben, unseren Catering und Tech Rider zu lesen. Und wir waren in einem schönen Hotel untergebracht. Wir konnten die Angebote da nutzen, den Pool und alles Mögliche. Also da hat man sich wirklich wohlgefühlt und auch wirklich gut behandelt und umsorgt. Also rundum sorglos, wenn man so will. Also das war wirklich schön. Also so unterschiedlich kann das sein, ne? Ja. Also das ist extremes Kontrastprogramm. Ne? Ja. Muss man schon ein dickes Fell haben als Musiker, ne? Und einiges auch so einstecken können. Ja, also ich sag mal so, in Irland, da gab es eine Situation, da hätte es beinahe gekracht. Aber wir konnten dann noch Schlimmeres verhindern. Und letztlich ist es dann doch alles... einigermaßen gut ausgegangen, sagen wir mal so. Ja. Was habt ihr euch als nächstes gewünscht? Das ist ja etwas, fällt etwas aus dem Rahmen. Und zwar die schwedische Band Pain mit Shut Your Mouth. Das ist ja so eher so eine fast ja Electronic Industrial Band, ne? Aber wenn du weißt, wer dahinter steht, fällt es eigentlich nicht aus dem Rahmen. Ja, dann fällt es nicht aus dem Rahmen. Das stimmt, das ist ja ein Side-Project von, Peter Tedgren. Genau, Peter Tedgren. Genau, richtig. Tedgren.
Ja, ne? Und hören wir einfach mal rein, weil das Stück, ich habe ja die Liste zusammengestellt und das Stück fällt ja doch aus dem Rahmen. Ne? Also das, ja, aber ich finde es mega geil. Ich finde es auch sehr schön. Geil. Ich kannte es vorher noch nicht. Ne? Okay, ne? Aber hören wir, Pain mit Curse You All Men. Was verbindet euch denn mit Emperor? Ich mag die Band. Ione Asatana fand ich, ist der absolut geilste Song von denen. Welcher? Ione Asatana. Ach so, ja, mach sein. Also mein Favorit ist, wie gesagt, Curse Your Old Man und I'm the Black Wizards gehört auch noch dazu. Mhm. Welcher Song auch noch sehr geil ist, The Loss and Curse of Reverence. Also ich bin da eher bei der Anthems to the Welcome at Dust Scheibe. Mhm. Mhm. Ja, man entdeckt ja immer wieder neue Sachen. Ne? Ja. Also es gibt ja immer wieder tolle Bands und ihr seid ja auch so eine tolle Entdeckung für uns hier. Ja. Vielen Dank, ja. Ja, waren wir jetzt eben schon beim Black Metal. Spielen wir gleich nochmal ein bisschen Black Metal hinterher aus England. Winterfellas, sagt ihr euch was? Nee, Winter Sun kenne ich. Winterfellas kommen aus Manchester. Ach doch, doch. 2007 gibt es die. 7 Studioalben haben sie rausgegeben und ich habe ein schönes Stück, etwas längeres rausgesucht noch, In Signs of Victory heißt das. Victory von Winterfellas. Weiß nicht, mir ist die Band auch erst vor halbes Jahr, dreiviertel Jahr untergekommen. Ich kannte die vorher gar nicht, auch sehr Zufall drauf gekommen und die gibt es ja nun wirklich schon länger und ich fand die, es ist guter Black Metal. Okay, also mir sind sie aufgefallen durch ein Interview im Death Forever. Aha. Naja. Im letzten, das fand ich eigentlich ganz gut. Oder war es im Legacy? Jetzt stehe ich auch dumm da. Ja, ist ja, du hast ein Interview gelesen. Okay. Ja, genau. Nee, die haben ja auch was Neues in letzter Zeit. Die haben ja vor kurzem eine neue Scheibe rausgegeben. Und glaube, nee, warte, doch, ja. Und die haben auch ein Stück von gespielt, vor 3-4 Wochen mal. Ne? So, Jungs, ihr wollt was unter die Leute bringen? Ja, erzählt. Genau. Wir verlosen 2 CDs. Also 2-mal Chronicles of Decay, unser neu erschienenes Album, verlosen wir. Saugeil. Was müssen die Hörer noch machen? Ja, die einfach irgendwie melden. Beim Radiosender 15. schreiben, ich will unbedingt die CD haben. Ja, genau, richtig. Wir losen dann aus, per Zunge. Ja, gut. Also, ihr müsst euch keine Gründe oder Argumente geben, einfach schreiben und... Ja. Der meistens Band gewinnt. Ja, und das gilt bis einschließlich Samstag, 15.8. Bis dahin ist das möglich, seine Meldung zu machen, sozusagen. Ne? Ja. Genau. Gut. So machen wir das. Ja. Und dann haben wir jetzt zum, ja, wir nähern uns mit Riesenschritten dem Ende Sendung. Ja, warte noch, wir haben noch ein bisschen Luft, Heiko. Entspannung. Ja, so viel nicht mehr, aber gut, okay. Nein, weil es jetzt noch 2 Stücke von Soul Grinder natürlich nochmal zu hören gibt. Dafür muss Zeit sein, ja. Dafür muss Zeit sein. Ja, so, genau. Nun sagen wir an welche und vielleicht gibt es ja noch das ein oder andere dazu zu sagen. Das erste, was wir hören werden, ist Morbid Masquerade. Und das zweite, The Sun and the Serpent. Zu Morbid Masquerade, da hat uns der gute Lenny von Endseeker gesanglich unterstützt. Aha. Mhm. Ja, er ist auch sehr, sehr geil geworden und ich glaube, er selbst ist auch zufrieden mit seiner Leistung. Also wir sind es auf jeden Fall und feiern den Track auch ziemlich ab. Also das ist für mich persönlich so ein Highlight in Sachen, sofern man innerhalb eines Titels vom Storytelling und Spannungsbogen sprechen kann, ist das für mich das Highlight, wenn ihr versteht, was ich meine. Ja, der Klassiker. Gut, und zu dem anderen Titel, wie hieß der? The Sun and the Serpent. Habt ihr da auch so noch was uns zu erzählen? Das ist ja der Song, der so ein bisschen aus dem Rahmen fällt. Deshalb habe ich ihn auch reingenommen. Sehr atmosphärisch geworden, hat auch eine andere Thematik als alle anderen, also weit anders. Ägyptische Mythologie. Ein paar Chöre sind drin und kam live aber bisher extrem gut an. Ja, neben The Delusionist ist Sun and the Serpent sehr oft der Eisbrecher gewesen. Als unbekannte Band, wenn man da auf der Bühne steht, ist es ja manchmal ein bisschen schwer mit dem Publikum, aber und halt The Delusionist, die haben oft die Stimmung sehr stark ins Positive geschwenkt. Ja, die haben es oft gerissen, richtig? Jo. Nee, ich habe das Stück auch bewusst ausgewählt, weil es eben ein bisschen aus dem Rahmen fällt. Ne? Dachte ich ja, ein bisschen... Ja, also wie gesagt, man ist ja facettenreich. Ne? Ja. Man will ja auch noch eine andere Seite zeigen. Also man geht ja nicht nur 45 Minuten stumpf in eine Richtung, sondern man bewegt sich auch nochmal nach links und dann nach rechts und guckt nochmal, was da noch so zu holen ist. Ne? Genau. Hören wir rein. Ja, hören wir rein.
Jawohl. Sun and the Serpent, davor Morbid Masquerade vom sehr empfehlenswerten ersten Album von Soul Grinder. Auf jeden Fall richtig geile Mucke, die ihr da gemacht habt. Weiter so, vielen Jungs. Dank. Dankeschön. So, ich muss hier mal lauter machen, damit ich euch auch richtig höre. So. Nee, die sind weg, ne? Mach mal. Was denn? Hallo. Achso, doch, jetzt seid ihr da. Jetzt seid ihr da, ne? Wir haben nur geflüstert. Achso. Achso, aha. Weil ja. Der Death Metaller per se ist ja sehr schüchtern immer. Ach so, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ihr hattet ja noch eine Palette von Grüßen, ne? Ja, die wollte ich auch nicht nur loswerden. Die Kassiererin vom Pennymarkt, sondern... Genau, wir möchten Vibu und Nina und das gesamte Burning Q-Team grüßen. Kada und Anja würden wir gerne grüßen. Genau, dazu noch Marco Fleischhut, unseren fleißigen Kameramann. Unseren Schlagzeuger, der heute einfach keinen Bock hatte mitzukommen. Nein, der hat keine Zeit. Genau. Ja, nee, natürlich liebe Grüße an Mate und Jessica. Ja, Sipo Rolf, Nauschat und Tim von 4 Connection. Und alle, die wir vergessen haben. Zum Beispiel richtig, ja. Mama, Papa. Ja, wir grüßen Sören, alle Heidelberger. Den Sack wollte ich auch noch grüßen. Aber jetzt ist auch gut. Ja, gut. Okay, das war es für heute dann auch gewesen. Wir bedanken uns ganz herzlich bei euch, dass ihr die Zeit gefunden habt, heute Rede und Antwort zu stehen. Ja, vielen Dank. Hat sehr viel Spaß gemacht mit euch. Ebenfalls. Und ja, wir haben dann noch zu sagen jetzt, dass die Sendung natürlich am Mittwoch um 12 Uhr mittags hier auf Radio Linden wiederholt werden wird. Am Freitag auch? Am Freitag auch bei cityofmusicradio.de. Es gibt zweimal Chronicles of Decay zu gewinnen. Genau, das nochmals gesagt. Ne? Ja, cityofmusicradio.de hier in Hannover ab 22 Uhr am Freitag dann. Und das Interview werden wir für den YouTube-Channel auch zusammenschneiden. Genau. Okay. Jo, dann bleibt noch zu sagen, ja, ein Stück haben wir natürlich noch, ein etwas ruhigerer Ausklang für den heutigen Abend, auch ja, aus Prog Death Metal aus Bayonne im französischen Baskenland kommt die Band Gojira mit, ja, ob es sowas gibt, weiß ich nicht, Flying Whales, fliegende Wale. Ja, und was hast du sonst noch zum Abschied? Lobet und preiset den Herrn. Satan!